Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Sie erinnern sich sicherlich noch an den Sommer vor 10 Jahren, 2006, die Fußball-Weltmeisterschaft in unserem Land. Über Nacht hatte sich unser Land verändert. Selbst die schärfsten Kritiker waren plötzlich stolz auf ihr Land. Wir waren offen, wir waren freundlich, wir waren willkommensfähig. Und wir zeigten, wie wir letztendlich die Leute mitnehmen konnten, unsere Gäste. Und wie haben die Deutschen das gemacht? Sie zeigten Flagge. Deutschland war auf einmal ein Meer von Schwarz-Rot-Gold geworden. Und wir alle erinnern uns an die Seitenscheiben von den Autos, wo kleine Halterchen dran waren und überall millionenfach die Deutschlandflagge hing. Und wir erinnern uns, dass die Deutschlandfahne in den Fenstern hing und dass junge Mädchen sich die Deutschlandflagge auf ihre Wangen geschminkt haben. Und dieses hatte letztendlich als Zeichen dieser Integrationsfähigkeit 3 Farben, Schwarz, Rot, Gold. Und sicherlich, es gab einige Ewiggestrige, die letztendlich dies ablehnten. Ich erinnere mich an meinen Freund Chami, ein Perser, der hatte letztendlich auch dieses Fähnchen an seinem Auto und er ist von so ewiggestrigen linksextremen Antifa-Leuten angemacht worden, nachdem sie ihm das abgerissen hatten und er letztendlich das, denen mal gesagt hat, dass das nicht ging. Und er sagte zu mir, er hat 30 Jahre in Los Angeles gelebt, er hat noch nie so einen Rassismus erlebt. Und er erzählte mir auch von Freunden, persischen Freunden, die in Berlin Mietshäuser hatten, wo letztendlich 20, 30 Meter lange Flaggen, in Deutschlandflaggen hingen, die dann von diesen Antifa-Leuten beworfen wurden und angegriffen wurden. Das ist natürlich das falsche Zeichen von Ewiggestrigkeit. Meine Damen und Herren, wir alle wissen über unsere Geschichte, über die demokratischen Phasen und über die undemokratischen Phasen. Aber eins kann ich Ihnen sagen, unsere Bundesflagge hatte in dieser ganzen Zeit ihres Entstehens bis heute eine demokratische Tradition vorzuweisen. Wir haben über 1 Million Flüchtlinge hier im Land, die diese demokratischen Traditionen nicht kennen. Und die auch nicht wissen, wie leidvoll letztendlich dieser Weg dorthin war. Und dafür ist letztendlich unsere Flagge auch ein Symbol dafür, dass wir nach diesen ganzen langen Wirren Demokratie erreicht haben und darauf auch letztendlich hinweisen können. Und wir wissen auch, dass viele von diesen Flüchtlingskindern, die ja hier in die Schule gehen, natürlich die Sprache noch nicht so kennen. Und natürlich ist es so, dass es natürlich wichtig ist, diese Sprache zu erlernen. Das ist das Primäre. Aber was braucht man letztendlich auch? Wir brauchen letztendlich emotionale Symbole, auch für diese Flüchtlingskinder. Und was bietet sich da mehr an, als letztendlich dieses Symbol der Demokratie und der Freiheit? Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, ich war in den 70er Jahren mal für eine kurze Zeit bei meinen Verwandten in Amerika als Austauschschüler und da war es letztendlich üblich gewesen, dass Flaggen gezeigt worden sind in den Schulen. Es war üblich, dass ständig die Flagge letztendlich hing und dass man letztendlich auch stolz war auf dieses, hat letztendlich zu einem Verfassungspatriotismus geführt und genau diesen Verfassungspatriotismus brauchen wir hier auch in Deutschland. Und lassen Sie uns an dieses Sommermärchen von vor 10 Jahren anknüpfen. Ja? Lassen Sie uns im Grunde diese schwarz-rot-goldenen Fahnen dafür stehen, was sie sind, nämlich Demokratie, Menschenrechte, republikanischer Geist und Freiheit. Stimmen Sie für unseren Antrag. Vielen Dank.